Ich grüße dich von Herzen und schön, dass du da bist. Heute am 7. Dezember und ich möchte dir von einer Aufstellung berichten. Das liegt schon lange auf meinem Schreibtisch, aber jetzt ist die Zeit reif, denn wir gehen in das Jahr 2024 hinein. Und wie ich beschrieb, dieses Jahr 2024 hat alle Facetten, alles wird uns geöffnet, alles, was möglich ist in jeglicher Richtung. Und jetzt im Dezember werden wir gerade diejenigen, die diese Lichtträger sind auf der Erde, die also auch das spirituelle Bewusstsein halten, nochmal, ja, wie soll ich sagen, so richtig herausgefordert, geprüft. Also die Lichtkörpersymptome sind schon sehr, sehr, sehr intensiv. Ich habe in meinem Newsletter darüber berichtet und der Dezember erfordert von uns nochmal die volle Hingabe darin, aber viele, viele von den Liebeslichtträgern in dieser ersten Aufstiegswelle werden jetzt diese vielen Leben, die wir bereinigt haben, abschließen. Wir haben ein großes Fenster jetzt noch bis zum 21.12., ein großes Fenster der Abschlüsse und Reinigung, wie ich das beschrieb. Und es kann wirklich zu vielen Lichtkörpersymptomen kommen mit all den Lichtflutungen aus der Zentralsonne, die wir jetzt noch erwarten können. Also diese Lichttore, Sterntore, das 12.12. und 21.12. Und was haben wir noch? Den 8.12. Also es geht jetzt hintereinander weg. Gib dich wirklich ganz dem hin und nimm dir ganz viel Zeit, nimm dir wirklich ganz viel Zeit für diese Prozesse. Denn umso tiefer du dich dem hingeben kannst, ob es Schwindelkeit ist, ob es Übelkeit ist, Übelkeit, Schwindel ist, die Knochen tun weh, ja, der Kopf tut weh, die Gelenke tun weh, all dies sind so große Reinigungsprozesse. Es geht darum, dass wir unsere inneren Grenzen auflösen. Es geht darum, dass wir diese inneren Grenzen, die wir Jahrtausende lang hatten, in vielen Leben, für uns erlösen, auflösen, in das Licht auflösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich fand das wirklich nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es um die eigenen inneren Grenzen geht. Und ich hatte ein vor vielen Jahren so an meinem Bett ein Bild und da stand eben drauf, sprenge deine inneren Grenzen und die werden jetzt gesprengt. Und es sind unsere Ego-Grenzen, die jetzt gesprengt werden, ja, die wirklich transformiert werden in etwas ganz Neues hinein. 2024 bringt uns so viel Neues und es bringt uns, und darüber möchte ich jetzt berichten, ein das Spielfeld wird komplett verändert. Wenn du dir vorstellst, dass hier auf dem Planeten Erde es ein Experiment ist, einen Gottmenschen wieder zu erschaffen, ja, aus Engelmenschen zu machen, Gottmenschen, ich habe viel darüber berichtet. Und dieses Spiel wird jetzt in 2024 und wir sind jetzt mittendrin, also es initiierte sich ja schon, wird jetzt vollkommen verändert. Wir kriegen ein vollkommen neues Spielfeld. So, ich möchte also darüber berichten, was bei dieser Aufstellung im Oktober, wo wir im Hotel Sonnenstrahl waren mit dem Seminar Entzünde das Feuer in dir, nämlich das Thema die große Angst der Menschen vor dieser gewaltigen Veränderung auf unserem Planeten Erde. Und das ist eine kosmische Aufstellung gewesen, eine metaphysische Aufstellung im metaphysischen Bereich mit unglaublichen Heilungen. Ich möchte darüber berichten und dich also einladen, was da geschah und was jetzt geschieht. So, zuerst jetzt im Dezember danke ich dir und euch allen. Und ich danke dem Rainer, der Maria R. Ich kann leider nicht antworten. Ich habe keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer. Der Andrea und dem Steffen, das ist eine Familie, und vielen anderen von euch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung hier auf meinem YouTube-Kanal. Eigentlich unterstützt du und ihr auch mit den Spenden uns alle.
Also ganz, ganz von Herzen Dank und Segen an dich und an euch auch dafür, ja? Und wenn du am 21.12. bei der Meditation dabei sein möchtest für die Wintersonnenwende, wo wir unser Herzlicht mit dem Herzlicht von Gaia verbinden, dann lade ich dich herzlich ein. Du findest das alles auf meiner Webseite. Du findest es hier auch unten in der Box verlinkt. Oh, ich hoffe doch. Aber du findest es auch auf meiner Webseite, die ist ja auch in der Box mit meinem Namen Danielle Jalang. Also sei herzlich eingeladen, ja? Okay. Was wir da gemacht haben, bei dieser metaphysischen Aufstellung war, die kosmische Ordnung ist wiederhergestellt und das findet auch in unserem Körper statt. Wir initiieren die merkbar wieder, die höchste Schwingung unseres Lichtkörpers. Viel ist auf diesem YouTube-Kanal darüber berichtet worden, schon über die Umstellung unseres physischen Körpers auf den Lichtkörper. Und diese kosmische Ordnung, nämlich die göttliche Blaupause, die jetzt wieder initiiert wird, die Zwölfstrang-DNA. Diese kosmische Ordnung haben wir in dieser metaphysischen Aufstellung auch wieder initiiert im Oktober dort im Hotel Sonnenstrahl mit einer großen Gruppe von 15 Teilnehmern. Es war wunderschön. Ganz tolle, lichtvolle, sehr bewusste Seelen und Menschen. Und wir haben aufgestellt, das Mitgefühl, die Menschheit, die Erde, die Veränderung, die Angst und die kosmische Ordnung. Später zum Schluss auch noch Gott Vater, Gott Mutter, die Schöpfung. Und die Essenz davon möchte ich dir gerne weitergeben, weil es ist jetzt energetisch alles erstellt. Und du kannst dich damit verbinden. Und damit verbinden bedeutet immer, stell dir vor, du denkst an jemanden und hast ein gutes Gefühl und bist in der Freude, bist im Glücklichsein dann auch. Ja, das ist ja wie verliebt sein. Und, oder auch wie die höhere Stufe ist dann lieben übrigens, ja. Und du denkst an jemanden und bist einfach nur in Liebe, Freude und Dankbarkeit und verbindest dich mit demjenigen. Und schon bist du im morphischen Feld, zack, also im Quantenfeld vollkommen verbunden. Mit der Frequenz des anderen. Und genauso ist es hier. Wenn du dich mit der eigenen inneren göttlichen Blaupause in dir und in jeder Zelle verbindest und diese für dich bewusst ermächtigst, aktivierst, ganz klar geschieht es. Es geschieht immer. Es geschieht immer. Nur es ist halt so viel unbewusst und dann kannst du es bewusst machen. Also der Planet Erde als Einheit und die Veränderung sind eins. Veränderung ist ein Prinzip, was zum Planet Erde gehört. Und was daraus kam, war, also wir fingen an, wir haben die Menschheit aufgestellt und die Menschheit fing an zu schwanken. Und das ist das, was wir jetzt erleben, auch in 2024 ja noch viel intensiver, in dem Augenblick, wo dann die Eigenverantwortung reinkam. Es wird sich alles im nächsten Jahr um die Eigenverantwortung drehen, ja? Wir haben die Angst dazu gebracht. Die Angst hat ihre Berechtigung in der dritten Dimension auf alle Fälle. Ich habe schon oft darüber berichtet, dass die Angst sich auch transformiert, aber die Angst hat ihre Berechtigung, denn in der dritten Dimension geht es nicht um Angst. Es kam ganz klar, geht es nicht ohne die Angst. Es kam ganz klar raus, dass die Angst zur Menschheit gehört. Und dass auch die Angst, wie schon so oft berichtet, missbraucht wird und wurde von der Politik, von den Medien und so weiter und so fort. Also in der Dualität lebt geht nicht ohne Angst, aber im Einheitsbewusstsein, dann im Gottesbewusstsein, in der fünften Dimension gibt es diese Institution, Angst gibt es nicht mehr. Das würde bedeuten auch, dass sich die Angst eben dann auflöst.
weil du in einem reinen Gottesbewusstsein bist. Und was auch rauskam, war, dass die Menschheit die Angst noch nicht richtig spüren kann. Allerdings jetzt wird sie sie immer mehr fühlen, in diesem Erwachensprozess auch. Und die Eigenverantwortung, als wir die dann reingebracht haben, ermutigt die Menschheit. Es geht um die Selbstbestimmung. Es geht darum, sich selbst wieder mit dem eigenen Leben in die Hand zu nehmen. Und da beruhigte sich dann auch die Eigenverantwortung, als das bewusst war, ich bestimme mein Leben selbst, denn ich bin ja der Schöpfer meines Lebens. In jeglicher Hinsicht, ja? Und wenn die Menschheit ihre Eigenverantwortung übernimmt, dann kommt sie in ihre Stärke, in ihre Macht. Sie kommt in ihre Energie und sie kann aufrecht stehen. Und ganz spannend war, das Halschakra wird befreit. Und du weißt ja, wir haben im Halschakra 44 Lichtcodes gespeichert aus unserer göttlichen DNA von den 144 Lichtcodes. Und das war ganz spannend zu erleben. Ja, das Halschakra wird befreit. Wir fangen an zu reden, uns zu ermächtigen, zu uns zu stehen. Ja, das wurde sichtbar. Als wir den Blick auf die Erde gerichtet haben, das war auch total spannend, Planet Erde, kam heraus, dass die Erde total verärgert ist, denn sie ist die Ernährerin, die Mutter. Und in den ganzen letzten Jahren, Hunderten, hatte keiner mehr Interesse an der Erde. Jeder war nur mit sich beschäftigt, also mit diesem Ego-Bewusstsein. Und die Menschheit, die Erde sagte, die Menschheit solle zuerst schauen, wie es der Erde geht. Und das genau geschieht jetzt durch die inneren Erdausbrüche, durch das Aufbäumen der Erde, durch den Reinigungsprozess auch des Planeten Erde, ihrem Aufstiegsprozess, ja. Und erst dann kann, also wenn die Menschheit auf die Erde schaut und wie die Erde sich verändert und wie die Erde in ihrem Aufstiegsprozess sich entwickelt, erst dann sozusagen geht es weiter. Die Veränderung, und darum ging es ja, die Veränderung, die wir jetzt alle durchmachen, ein vollkommen neues Spiel, das kam übrigens später auch raus, was jetzt entsteht. Und zwar nicht mehr Licht gegen Dunkel, Dunkel gegen Licht, nicht mehr dieses Kämpfen. Wir gehen ja in das Einheitsbewusstsein, in das Gottesbewusstsein hinein. Wir erheben uns, wir durchlichten uns. Wir erfahren uns in unserer Göttlichkeit. Die Veränderung ist das Prinzip, was alles umfängt. Stetige Veränderung, wie ein Orbit, der alles umkreist. Und dabei kam heraus, dass es erst auf der persönlichen Ebene stattfinden muss. Und das ist ja das, wo jetzt so viele durch die Transformation gehen, durch die Veränderung. Damit dann eine planetare Veränderung stattfinden kann. Also mit deiner eigenen Transformation unterstützt du natürlich auch, logisch, die Transformation des Planeten Erde. Und das Prinzip Veränderung ist ein Lebensprinzip. Das ist das Universum. Das ist ewige Veränderung und Bewegung. Und alles dreht sich um Energie. Und ich habe gerade gepostet, dass die Energetik die neue Wissenschaft der Zukunft werden wird. Also das war in Facebook und Instagram. Ja, ich kann das nicht so viel durch Telegram, Facebook, Instagram ist mir alles zu viel. Also ich setze wirklich den Fokus. Und wenn ich einen Impuls habe, zack, geht der einfach nur raus. Und da habe ich also gepostet, dass Energetik die neue Wissenschaft der Zukunft sein wird, weil alles Energie ist. Und Energie ist Bewusstsein in Bewegung. Und das ist also die ewige Veränderung, die ewige Bewegung. Und das kann man nicht zerstören. Das ist ein Prinzip. Die Veränderung steht über allem, so allumfassend. Und die Veränderung zeigte sich, als wir die aufgestellt haben, wie ein
wie eine liebevolle Umarmung. Ja, also war die da und dann die Arme so groß und ich bin immer da. So war das ja. Ich bin immer da. Die Veränderung. Und sie gehört zu uns als ein allumfassendes kosmisches Prinzip. Öffne dich dafür, erlaube es, nimm es an, nimm dieses allumfassende kosmische Prinzip an. Es wird leichter damit. Und dann geschah etwas, dann erst schaute die Menschheit nun dem Planet Erde ins Gesicht. Erst als die Veränderung kam, die Eigenverantwortung, die Selbstermächtigung. Und dann drehte sich die Menschheit um und schaute dem Planet Erde ins Gesicht. Und dann, das war so schön, die Menschheit freut sich, wenn die Erde erstrahlt. Die Erde sagte dann, und das ist auch ganz spannend gewesen in diesem Transformationsprozess, ich war nicht immer so eine gute Mutter. Warum? Weil sie zu viel zugelassen hat. Auf die Dunkelkräfte zu viel zugelassen hat, der Dunkelheit zu viel Raum gegeben hat, zu viel Macht. Und sie sagte, ich bin vergiftet. Und dann wurde dieser Erde übel, weil sie spürte, sie hat sich zu wenig abgegrenzt. Und du kannst es jetzt alles übertragen auf den Prozess, gerade auf das gesamte kollektive Feld, was jetzt gerade stattfindet. Und dann wollte die Erde sich fast erbrechen. Ich habe das übrigens erlebt in einer großen Transformation mit meinem Bruder damals, als er also fast von der Erde gehen wollte und als sich der ganze Körper umstellte. Das war in einer Art Todesprozess und er hat sich wieder gefangen und er hat wirklich wochenlang nur gebrochen. Und dieses Erbrechen bedeutet, alles Alte herauszuholen, ja. Und dann wollte die Erde die Dunkelheit aus sich rausschütteln. Und das ist auch alles Alte, was hochkommt, ist auch diese ganze Übelkeit, ja. Und sie sagte dann die Erde, die Dunkelheit, sie sind überall und unsichtbar und die Menschheit weiß nichts davon. Die Erde weiß zu viel, weiß aber nicht, wie es der Menschheit vermittelt werden kann, weil die Menschheit nicht die Erde genügend angeschaut hat. Und immer noch nicht anschaut. Die Erde hat ihre Grenzen zu weit geöffnet, nicht rechtzeitig Stopp gesagt, keine Grenzen gesetzt. Und Planet Erde, sie sagte auch, ich war beeinflusst, ich war beeinflusst. Und das ist natürlich klar, denn es war ja da möchte ich nicht groß drauf eingehen, der Kampf zwischen Licht und Dunkel, ein Jahrtausend Jahre langer Kampf dieser Kräfte. Um den heiligen Planeten Erde, um diesen heiligen Planeten Erde, diesen sehr wertvollen Planeten. Worum kämpfen sie? Um die Erze, um die Metalle, um das Gold, um das weiblich-kosmische Prinzip, die Erde. Und all dies ist schon geschehen. All dies ist schon geschehen, höre ich jetzt, denn auf einer höheren Schwingungsebene entsteht die neue Erde ja mehr und mehr. Sie formt sich schon mehr und mehr. Und das, was wir jetzt hier unten erleben, das ist ein altes Hologramm. Es ist etwas, ein altes Zeitgeschehen. Eigentlich geschieht es schon gar nicht mehr. Ja, es ist, so kannst du dir das vorstellen, auf der Zeitlinie etwas Altes, was noch abgearbeitet wird, die Vergangenheit, die abgearbeitet wird. Das ist sehr gut. Die Vergangenheit, die noch abgearbeitet wird. Und das kam übrigens auch raus in der Aufstellung. Die Veränderung sagte dann, der Planet Erde ist genauso ein Player, ein Spieler wie die Menschheit. Globaler Player. Alles sind globale Player. Stell dir das alles wie Puppen vor, auf einem Spielfeld. Ich habe schon oft über das Schachfeld berichtet. Alles steht drauf. Eigenverantwortung, Angst,
Und in einem Spiel gibt es Regeln. Und die Erde sagte dann, sie konnte nicht immer reagieren. Sie war handlungsunfähig. Bedenke die Quarantäne, die von der Galaktischen Föderation gesetzt wurde, damit keine weiteren Dunkelwesen mehr reinkommen auf den Planet Erde, weil sie ja schon vergiftet war. Also wir haben eine unglaubliche metaphysische Aufstellung dahingelegt, ja. Und die Erde sagte, aber der freie Wille war ihr heilig, die freie Entscheidung. Und dabei ist ihr dann wirklich schlecht geworden. Die Erde sagte, es kam raus, man müsste viel reden über alles, was war. Und das kommt jetzt. Es kommt alles auf den Tisch. Und es wird alles sichtbar. Und es kommt viel Übelkeit jetzt hervor in den kommenden Wochen, Monaten und in 2024 und 2025 auf alle Fälle. Es soll alles auf den Tisch kommen und es wird alles sichtbar. Und die Erde wünscht sich, die Menschen sollen wieder mit der Erde feiern, mit der Natur feiern, die Feste, die Jahreszeiten. Und die Erde möchte mit den Menschen wieder lachen. Und bedenke, wir haben jetzt noch die Zeit der Offenbarungen. Wir haben ja noch Pluto in Steinbock bis zum 21.03.2024. Ich glaube ja. Und wenn es falsch ist, bitte verzeih mir, wenn das nicht ganz stimmt. Dann kam die Menschheit. Sie ist verzweifelt, weil sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Und weil der Einfluss der inkarnierten Dunkelkräfte so stark war, dass eine vollkommene Blockade für die Menschen und die Erde entstand. Und dann, um da irgendwie rauszukommen, haben wir die Vergebung aufgestellt und das Mitgefühl. Die Angst wurde auf einmal kleiner und die Menschheit ist aufgestanden. Für dich selbst. Das bedeutet, jeder Mensch, wir haben alle in diesem Spiel von Licht und Dunkel mitgemacht, über viele Inkarnationen. Wir wollten es erfahren, wir wollten es erleben, wir wollten sehen, wie es sich anfühlt. Und in dem Augenblick, wo du dich selbst annehmen kannst, in Liebe und Mitgefühl, in Annahme mit all deinen Schatten, in Annahme mit all den Fehlern, die wir gemacht haben, ja. Und letztendlich daraus Erfahrungen gesammelt haben. Es ist immer, was hast du daraus gelernt? Was hast du aus deinen Erfahrungen gelernt? Das ist die Essenz. Das ist die Essenz. Es geht nicht um die Fehler. Es geht daraus, was hast du gelernt? Wie bist du gewachsen? Und Demut und Mut kamen dazu und dann ist die Menschheit aufgestanden. Und die Menschheit fing an, ihr Mitgefühl für die Erde zu zeigen. Es war so schön. Und die Erde möchte, dass die Menschheit erwachsen wird und eigenverantwortlich handelt. Das Spannende ist, sie sagte, sie braucht ganz wenige Gesetze, aber die sind ganz klar und die jeder selbst befolgen kann für sich und die jeder für sich selbst kontrollieren kann in einer Selbstkontrolle. Gesetze, die hundertprozentig eingehalten werden können, die vernünftig sind, aber auch unumgänglich. Das war eine ganz wichtige Botschaft. Und die nächste wichtige Botschaft war, dass das Prinzip der Veränderung sich dann begann zu verwirklichen. Und sie sagte, die Veränderung, sie ist wie eine Art Pate für uns, für die Menschheit und die Erde. Und ihr Hintergrund ist die kosmische Ordnung. Die Veränderung ist der Diener der kosmischen Ordnung und möchte sich immer verwirklichen im Kosmos. Und um diese kosmische Ordnung einzuhalten, brauchen wir kosmische Regeln und wir brauchen Lichtrichtlinien. Und das sind die der Föderation. Es sind kosmische Regeln, kosmische Richtlinien, ja. Es sind sozusagen die Werte aus unserem hohen Selbst, aus unserer Göttlichkeit heraus, was die Menschen vorher nicht gehabt haben.
Und dann kam das Mitgefühl. Und das Mitgefühl sagte, die Menschheit muss sich klar werden, dass sie mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung der Erde viel angetan haben. Und das wird in den kommenden Jahren auch so sein. Und die Menschheit muss das Mitgefühl zulassen und auch erlauben. Und die Erde sagte, das Mitgefühl schaut mehr und mehr auf die Erde. Die Erde sagte, sie ist die Mutter und kann selbst auf sich achten. Sie ist erwachsen. Sie kann auf sich selbst aufpassen, sich selbst lenken, leiten und führen. Und die Menschheit bräuchte noch viel, viel mehr Mitgefühl. Und die Erde ist jetzt an einem Punkt, und das ist ja jetzt auch ihr ganz intensiver Aufstiegsprozess, dass sie ihre Grenzen setzt. Und das Mutterprinzip wird jetzt transformiert. Und zwar in die Wahrheit hinein, in die Gerechtigkeit und in die Klarheit. Und der Planet Erde traut es jetzt den Menschen zu, das zu schaffen. Weil sie anfangen, Grenzen zu setzen. Und dann wurde die Menschheit immer stärker und stärker. Es hört sich irgendwie an wie so ein Märchen, aber es ist kein Märchen. Es war. Wir haben 2 Stunden lang aufgestellt wieder, ja. Es war wirklich intensiv, ja. Okay. Also wir haben noch viel mehr aufgestellt. Die Angst und die Veränderung haben sich verändert. Und dann kam noch dazu, dass also in dieser Transformation, eben wie ich sagte, es gibt keine Sicherheit mehr. Es ist alles im Umbruch. Wenn die Angst gesehen wird, dann entsteht innere Stabilität und Sicherheit. Das ist ganz wichtig, dass wir der Angst ins Gesicht schauen, dass wir sie anschauen, dass wir sie annehmen und dass wir wissen, dass sie uns eigentlich hilft und unterstützt in unserem Transformationsprozess. Ja, um das jetzt ein bisschen kürzer noch zu machen. Die kosmische Ordnung ist die neue organische Zeitlinie, in die wir hineingehen. Und das haben wir dann auch wirklich vereint in dieser ganzen kosmischen Ordnung. Und es kam natürlich auch heraus, dass die Dunkelmächte alles verdreht haben. Es gibt ja diesen Spruch, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und das ist diese ganze Verdrehung. Ihr wisst das alles. Also die ganze kosmische Ordnung wurde verdreht. Und wir haben in dieser Aufstellung alles wieder in die richtige Entsprechung gebracht, ja? Die Veränderung, die steht im Dienst der kosmischen Ordnung. Sie ist die göttliche Blaupause. Und wenn man das so annimmt, unser allergöttliche Blaupause, dann können wir auch mit dieser großen Veränderung umgehen. Auch die Veränderung wurde ja missbraucht. Alles. Also durch die ganze Galaxie gezogen, das Prinzip der Liebe, das Prinzip der Mutter, das Prinzip des Vaters, alles wurde missbraucht. Und wenn diese Klarheit erstmal da ist, die jetzt entstand in der Aufstellung, dann kann man auch die volle Eigenverantwortung annehmen und losgehen. Und dann kam dieses Go, Chaka Chaka. Und jetzt gehen wir los. Dann kann dich keiner mehr aufhalten. Du kommst in deine ganze Kraft und Macht zurück. Und wenn ich das jetzt mal schließe am Anfang, wo wir gesehen haben, dass die Menschheit wie vor so einer Glaswand stand, ja, und die Glaswand, die war dann weg. Indem die Eigenverantwortung angenommen werden konnte, die Selbstermächtigung angenommen werden konnte, aber auch die Angst angenommen werden konnte. Und erst dann kann man nicht mehr getriggert werden, ja? Erst dann lösen sich diese inneren Trigger in uns auf und erlösen die sich. Ja, wir haben dann noch die göttliche Intelligenz aufgestellt. Die göttliche Blaupause, ja, also das ist ja das Prinzip der Ausdruck im Universum. Und dann kam, was wir alle brauchen, ist Vertrauen, Glauben und Klarheit. Gott Vater, Gott Mutter, die Schöpfung kam dazu, so mit großen Armen um uns alle herum.
Die Veränderung braucht Vertrauen. Die Menschheit braucht Vertrauen. Die Eigenverantwortung braucht Vertrauen. Der Planet Erde braucht Vertrauen. Vertrauen wurde aufgestellt und dann kam also die Erde, Gott Vater, Gott Mutter mit großem Segen. Also Vertrauen ist, was herauskam, ist Vertrauen ist der Schmierstoff für die Veränderung, ja? Das kam dabei heraus. Ja, wir haben in dieser Aufstellung dann noch die Schöpfung aufgestellt, Gott Vater, Gott Mutter, welche uns hilft, uns selbst zu ermächtigen, da wir ja das göttliche Prinzip auch in uns Mensch tragen. Und die kosmische Ordnung findet auch wieder in uns statt. Die ganze Öffnung der Chakren, die Aktivierung der 12-Strang-DNA ist die kosmisch-göttliche Ordnung, das kosmisch-göttliche Prinzip in uns. So, das war so ein bisschen die Essenz der ganzen Aufstellung. Was kannst du dabei daraus mitnehmen? Denn wir haben ja da auf der metaphysischen Ebene gearbeitet und haben das aktiviert und initiiert. Und das jetzt für 2024. Ich habe in meiner Börse dieses wunderschöne kleine Bild von Jesus Christus, wo die Herzstrahlen so rauskommen, mit der Unterschrift, Jesus Christus, ich vertraue dir, du bist meine göttliche Führung. Und das hat mir immer schon geholfen, auf meinem Weg auch mein Vertrauen zu finden, denn es ist ja schon ein längerer Weg, das geht nicht so von 0 auf 100 und von jetzt auf hier. Das hat mir wirklich geholfen, dieses Vertrauen in mich und meine innere Macht und Kraft und mein inneres Licht zu bekommen. So wurde ich dahin geführt. Es ist jetzt alles initiiert und ich unterstütze dich gerne. Wir haben zwei Seminare, eins im Norden und eins im Süden in 2024, wo es genau darum geht, auch um die Selbstermächtigung, die Eigenermächtigung. Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir aufgefordert sind, aus dem Opferbewusstsein uns vollkommen zu lösen in das eigene Bewusstsein der eigenen inneren Ermächtigung und Verbindung mit unserem Gott selbst. Also, ich wünsche dir, dass du gut durch den Dezember kommst jetzt. Mit viel Vertrauen in deine innere Führung erlaube es dir wirklich. Und ganz lieben Dank, dass du mit uns zusammen dort weitergehst in diese neue Welt hinein, die schon ganz viele aufbauen, die jetzt schon so viele sind dabei. Verbinde dich mit deinem Licht und den Lichtfeldern der anderen. Ja, da werde ich, glaube ich, dann noch eine Übung mit rausgeben. Okay. Also von Herzen, danke, danke, danke. Ganz viel Gottes Segen für dich und Liebe für dich und schön, dass du da bist. Komm mit uns. Bleib bei uns, ja? In diesem Sinne, alles Liebe. Deine Danielle.